So, diesmal etwas aus dem Bereich Schwachsinn. Eigentlich etwas, was ja mit ein bisschen Geometrie und mathematischen Kenntnissen eigentlich gar nicht aufkommen dürfte. Und zwar ist das Thema, dass bei unterschiedlichen Brennweiten ein Objekt, wenn man es später croppt, sagen wir bei einem Weitwinkel einen Crop macht und dann das Ganze dann im Prinzip vergleicht mit einer entsprechenden Telebrennweite, die Darstellung unterschiedlich ist in der Perspektive und so weiter. Das ist natürlich mathematisch und physikalischer Blödsinn. Warum? Die Brennweite hat erstmal überhaupt nichts an Aussagekraft. Es geht immer um den Bildwinkel. Der Bildwinkel von einem entsprechenden Weitwinkel ist natürlich weitaus größer als bei einem Tele oder bei einem Standardobjektiv. Das ist ganz klar. Nur wenn ich jetzt hingehe und nehme einen Weitwinkel und kroppe das Ganze in der Bildbearbeitung, dann mache ich nichts anderes, als den Winkel zu verändern. Das heißt, ich mache aus einem Weitwinkel in Anführungsstrichen einen Standard oder ein Tele. Da ändert sich gar nichts. Physikalisch null. Trotzdem hält sich immer wieder die Aussage, theoretisch alles schön und gut, aber in der Praxis die Welt anders aus. Ich frage mich immer, wie die Leute darauf kommen. Erstens, sie haben es nie probiert und noch nie nachvollzogen, weil da gibt es schon Videos zu, nicht nur von mir. Und zweitens, das ist einfach geometrischer Blödsinn. So, jetzt aber nur für diejenigen, die immer noch meinen, sie wären die Klügsten auf der Welt, dass die Praxis was anders wäre als die Mathematik, habe ich ja ganz schnell, gerade eben, quick and dirty, wie man so schön sagt, zwei Beispielfotos gemacht. Eins mit dem 50 mm, das mich gerade aufnimmt, und eins mit meinem 200, also 70, 200 auf 200 gestellt. Und natürlich gibt es da Unterschiede im Rauschen und so weiter, weil wir haben entsprechend schlechte Lichtverhältnisse hier. Das ist schon klar. Aber trotzdem, wenn ich gleich bei Lightroom euch das mal zeige, werdet ihr sehen, es gibt keinen Unterschied. Außer natürlich in der Tiefenschärfe, logischerweise. Und natürlich auch im Rauschverhalten und so weiter, je nachdem, welches Objektiv ich benutze. So wie gerade eben gesagt, habe ich auf die Schnelle hier in meinem Büro ein paar Aufnahmen gemacht. Wie gesagt, auf die Schnelle. Deswegen auch nicht ideal. Ne? Also wir haben hier ein entsprechendes Rauschen und so weiter, ist ganz klar, schlechte Lichtverhältnisse. So, das ist im Prinzip eine Aufnahme mit einem 70-200 GM bei einer Blende 4. So, das ist sozusagen der Ausschnitt, den wir gleich croppen werden. Und zwar nehmen wir ein anderes Bild. Das ist dieses Bild, das ist aufgenommen mit dem 50 mm, was ich normalerweise verwende. Und das ist im Prinzip das gekroppte Bild. Der Beispielabstand ist natürlich jetzt nicht identisch 1 zu 1. Ich hätte ein bisschen mehr rüberziehen sollen, aber wenn ihr vergleicht, hier zu hier, da ist nicht großartig viel Unterschied zu sehen. Ne? Der einzige Unterschied ist natürlich im Bereich Tiefenschärfe und so weiter und auch, dass die Tiefenebene jetzt hier da hinten liegt und nicht hier liegt. Das sind natürlich entsprechend Fehler, die ich in der Schnelligkeit gemacht habe. Aber wenn ihr die Perspektive und die Darstellung euch anguckt, dann ist dort keine sogenannte Kompression oder sonst irgendwas da vorhanden. Es ist nur ein Unterschied in der Tiefenschärfe vorhanden und der Winkel wurde verkürzt. Und der Winkel wurde eben ähnlich verkürzt jetzt hier mit dem Kroppen, wie ich es mit dem entsprechenden 70-200 gemacht habe. Also die Unterschiede sind marginal und haben nichts mit der Mathematik oder der Physik zu tun. Sie haben natürlich was zu tun mit der Optik und mit den optischen Verhaltensweisen, aber alles andere ist idealerweise gleich. Was natürlich passiert, wenn ihr croppt, ihr verliert jede Menge Informationen. Denn dieses Bild hat 24 Megapixel und dieses Bild hat ungefähr etwas unter 4 Megapixel. Ist natürlich ein Riesenverlust im entsprechenden Bereich. Wenn man sich es erlauben kann, kann man aber auch croppen. So, ich hoffe, das hat euch etwas gebracht und ich würde mich natürlich auch mal um eine gewisse Reaktion freuen. Ne? Also.
Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.